willkommen zum zweiten BLK-Cast, dem linken Podcast für den Burgenlandkreis. Wir sind die Landtagsabgeordneten Dr. Frank Thiel und Jan Wagner. Hallo Frank, hallo Jan. Hallo. Ich bin Roland Klaus, Ihr Bundestagsabgeordneter für die Linken hier im Burgenlandkreis. Ich darf mich zunächst bei unseren Zuhörerinnen und Zuhörern für Rückmeldungen, die wir für unseren ersten Podcast erfahren haben, herzlich bedanken. Natürlich wollen wir von Ausgabe zu Ausgabe besser werden und was wir sofort verstanden haben, ist, dass es kürzer werden soll als beim ersten Mal. Das ist jetzt versprochen und ich wollte Jan bitten, zuerst uns etwas zu sagen über das neue Polizeigesetz oder Gesetz über die Sicherheit und Ordnung in Sachsen-Anhalt. Ja, hallo auch von mir. Ich hoffe, euch hat auch die erste Ausgabe gefallen. Wir haben in den letzten 3 Monaten natürlich wieder viel erlebt im Landtag und eines der wesentlichen Themen, was auch hohe Wellen geschlagen hat, war das neue Polizeigesetz. Das wurde zunächst nur unter Sicherheits- und Ordnungsgesetz verkauft. Das hatte einen ganz klaren Grund. Da konnte man halt eher über die Sicherheit und Ordnung in den Innenstädten reden und über vermeintlichen Hundekot, der da die Innenstädte verschmutzt. Zugegeben, ja, tatsächlich ein Problem, aber politisch geht es natürlich um etwas ganz anderes. Es geht um Polizeibefugnisse. Und was mich anbelangt, so beschäftigen mich natürlich die Sachen, die mich auch sonst beschäftigen. Internet, moderne Telekommunikation, welche Grundrechte existieren da und welche Grundrechte sollen wie eingeschränkt werden. Und neben Sachen wie HIV-Zwangstests, die zum Glück auch mittlerweile von den Medien reflektiert werden, gibt es ein paar andere Sachen, wo man sich auffragt, welche gesellschaftspolitischen Schwerpunkte hier eigentlich von der Landesregierung gesetzt werden sollen. Zum Beispiel, dass eben der Mobilfunk komplett abgeschalten werden kann über im Wohngebiet oder, wenn man das jetzt mal für den Burgenlandkreis betrachtet, unter Umständen über einer ganzen Kleinstadt. Man muss sich das so vorstellen, dass die Polizei eine vermeintliche Gefahr erkennt und bislang ist es so, dass sie dann zu einem Richter gehen muss und der muss sich das anschauen, ist die Gefahrenlage tatsächlich so, wie das die Polizei einschätzt. Und dann kann er da also einen Erlass machen und es darf vereinzelt der Mobilfunk abgeschalten werden. Und zukünftig soll es halt so sein, dass es eine Massenabschaltung geben kann und das ohne diesen sogenannten Richtervorbehalt. Das würde dann praktisch so funktionieren, die Polizei kommt an und sagt, wir schalten jetzt mal den Mobilfunk für ein paar Stunden ab. Jetzt kann man sich vorstellen, das betrifft die Stadt Naumburg und es ist Werktag und der Mobilfunk ist nicht verfügbar. Und das, ich weiß gar nicht, welches Gefahrenpotenzial es geben soll, welches das rechtfertigen soll. Unsere Position ist klar. Diese Art der Kommunikation, Mobilfunk ist doch jetzt überall. Also die ganzen Handwerker, die anderen mit dem Handy unterwegs sind, wenn sie ihre Aufträge erledigen oder gerade jüngere Menschen, die häufig nur noch Mobilfunk haben und wenig Festnetz, die könnten dann einen Tag lang nicht kommunizieren. Gesellschaftspolitisch ist das also eine ganz andere Dimension, als hinterher an Sicherheit gewonnen werden kann. Dagegen werden wir uns auf jeden Fall stemmen. Und eine andere Geschichte ist die sogenannte Funkzellenauswertung. Also da geht es dann darum, dass nicht abgeschaltet wird, aber dass unser aller Kommunikationsverhalten mit aufgezeichnet werden kann. Und eben nicht nur das, sondern auch, wo wir uns wann befanden über einen längeren Zeitraum. Das wird mittlerweile tatsächlich schon eingesetzt, zum Beispiel in Sachsen bei Demonstrationen. Aber es betrifft halt nicht nur einzelne Demonstranten, sondern gleich die ganze Bevölkerung. Und dass hier mitgeschnitten wird, wo sich wer über einen längeren Zeitraum bewegt und damit auch ablesbar ist, ja, wie leben wir denn eigentlich in unserem Privatbereich, ist natürlich ein ungeheurer Einschnitt in die Persönlichkeitsrechte und nicht zu rechtfertigen. Zumal nach, ich muss ja nochmal sagen, eigentlich nicht geklärt ist, welcher Sicherheitsgewinn hier überhaupt vorhanden sein soll. Und der dritte Aspekt ist, wir haben ja auch immer wieder neue Diskussionen um Staatstrojaner. Also ihr kennt das vielleicht, dass im Oktober 2011 der Staatstrojaner durch den Chaos Computer Club geplatzt war. Er hat also tatsächlich schon Anwendung gefunden und eine Rechtsgrundlage haben wir bis heute nicht. Ganz im Gegenteil, wir haben mittlerweile ein neues Grundrecht vom Bundesverfassungsgericht aus dem Jahre 2008, der diese sogenannte Online-Durchsuchung eigentlich verbietet. Trotzdem schreiben wir es jetzt nochmal in unser neues Polizeigesetz, was auch immer das soll, zumal wir uns da tatsächlich in so einem Rechtsraum befinden, der ist ja gar nicht grau, also der ist dunkelschwarz. Deswegen werden wir, wenn sich das jetzt nicht noch ändert, auf jeden Fall den Weg
zum Landesverfassungsgericht antreten müssen. Denn hier stirbt irgendwo ein gesellschaftlicher Grundkonsens durch eine vermeintliche Sicherheitsdiskussion, ohne dass es tatsächlich dieses Gefährdungspotenzial gibt. Also ich weiß nicht, wie ihr das seht. Also ich fühle mich hier tendenziell sicher und brauche eigentlich gar nicht so eine Verschärfung. Ja, die Frage ist ja interessant, Jan, an der Stelle, wenn tatsächlich, sagen wir mal, Gefahrensituationen sind und man kann sein Handy nicht bedienen, wenn es um zum Beispiel Tod oder Leben geht, anstatt irgendeinen vermeintlichen Terroristen auszuhorchen, wie soll das überhaupt geregelt werden? Weil das ist ja völlig unklar und bisher hat ja immer der Kollege Innenminister erklärt, naja, das findet ja nur in besonderen Ausnahmefällen Regelung, aber du siehst ja die Gefahr, dass das zur ständigen Einrichtung wird. Also die Gefahr, inwiefern das tatsächlich zu einer ständigen Einrichtung wird, muss man ein bisschen differenziert betrachten. Also im Gesetz steht nicht drin, dass es eben nur in wirklich sehr speziellen Einzelfällen Anwendung findet, sondern dass es prinzipiell sehr häufig möglich ist. Und dann wird auf der politischen Ebene versprochen, ja, ja, das wenden wir nur sehr selten an. Jetzt muss man mir aber erklären, dass ein Polizist, der aus vielleicht sehr guten Gründen eine Gefahrensituation erkennt, dieses Rechtsinstrument, was ihm das Gesetz gibt, nicht anwenden soll. Und da glaube ich, da haben wir eigentlich keine konkrete Gefährdung, auch bei Demonstrationen nicht. Bei Demonstrationen ist auch noch interessant, dass natürlich dort tatsächlich Leute auch verletzt werden, eventuell schwer verletzt werden oder gerade wenn viele Menschen aufeinander sind, gibt es bestimmt die eine oder andere Notfallsituation. Und da hat man eigentlich nur den Mobilfunk zur Verfügung, um schnell mal den Notruf zu rufen. Und das wird dann auch nicht mehr möglich sein, auch wenn es mittlerweile versprochen wird. Aber das Gesetz sieht zu, dass auch Notrufe eventuell nicht mehr abgesetzt werden. Und damit ist das Gesetz natürlich deutlich zu weit gefasst. Also, dass uns das nicht passt, haben wir jetzt, glaube ich, verstanden. Wir wollen einfach auch die weitere Einschränkung von Freiheitsrechten nicht hinnehmen. Aber hat unsere Fraktion denn noch eine Chance, da auch etwas entweder zu stoppen oder nachzubessern? Und verstehe ich richtig, dass die frühzeitige Ansage mit dem Weg zum Verfassungsgericht auch so ein bisschen Druck aufmachen soll? Also die soll natürlich auch Druck aufmachen, aber dass wir vor das Verfassungsgericht gehen, hat jenseits der politischen Ebene natürlich auf der juristischen Ebene seine Gründe. Wir wollen das tatsächlich verhindern. Hat diese frühzeitige Ansage etwas damit zu tun? Ja, ich glaube schon. Ich habe im Vorfeld dieses Podcasts nochmal den Koalitionsvertrag gelesen und da fällt eines auf. Es gibt einen Stilbruch in der Sprache in dem Punkt Polizei und Gefahrenabwehr. Das liest sich komplett anders. Warum das so ist, das überlasse ich jetzt mal den Zuhörerinnen und Zuhörern dieses Podcasts selbst in der politischen Bewertung. Aber es scheint ja so zu sein, als sei das, was jetzt in diesem Polizeigesetz drinsteht, nicht im politischen Raum vorher so formuliert worden. Und die SPD hat auch schon angezeigt, dass sie da einiges eigentlich nicht mitmachen möchte. Und es ist ja sowieso so, dass mittlerweile in vielen Punkten CDU und SPD sich reiben. Wir wollen da natürlich hineinstoßen, um wenigstens noch ein bisschen auch einen freiheitlichen Charakter in der SPD erkennen zu können. Also das ist ja jetzt nicht nur beim Polizeigesetz. Wir hatten das zum Beispiel auch bei den Truppenübungsplätzen. Wir hatten ja neulich im Landtag eine Diskussion über Abrüstung und wir haben halt zwei wesentliche Militärgebiete hier in Sachsen-Anhalt, das ist im Norden, die Kolbitz-Litzliner Heide, aber bei uns ja auch im Wahlkreis mit dem Zeitzer Forst. Da ist natürlich auch die CDU im Grunde genommen, hat da eine klare Linie. Bei der SPD versucht man da natürlich auch ein bisschen die Leute zu wecken, die sagen, dass die Auslandseinsätze perspektivisch gar nicht mehr politische Agenda sein sollen. Und das ist ja auch die Hauptbegründung. Frank hat ja auch die Diskussion für uns im Landtag gemacht. Ich weiß nicht, ob du das auch mehr oder weniger jetzt so einschätzt, dass man auch bei der SPD was holen könnte. Bei den Grünen waren wir ja erfolgreich. Naja, das wird die Zukunft zeigen, wer hier wo erfolgreich war. Die Debatte jedenfalls dazu war spannend, obwohl man sagen könnte, naja, da wurden wieder mal die althergebrachten Meinungen ausgetauscht, die man ja kenne. Das heißt also, die Linke gegen den Rest der Welt ist ja bekannt, aber in der Frage Krieg und Frieden und Friedenspolitik, da bin ich stolz drauf, dass meine Partei so eine klare Linie auch beibehalten hat. Das weiß übrigens auch jeder. Und selbst wir, wenn wir als Bundestagsabgeordnete, als Landtagsabgeordnete oder mit der Kreistagsfraktion mit Soldatinnen und Soldaten im Gespräch sind, da kennt man in der Regel die Position der Linken. Das ist auch nicht das Problem. Weil für uns ist nicht die Bundeswehr an sich das Problem, sondern für uns ist das Problem, was mit der Bundeswehr veranstaltet wird. Und dafür ist handelnde Politik, namentlich aus dem Bundestag, zuständig.
Wir hatten uns die kleine Frechheit erlaubt, mit einer großen Anfrage mal nachzubohren. Warum sollen überhaupt für 100 Millionen Euro in der Altmark eine Übungsstadt gebaut werden? Mit einem Ausstattungsgrad, der mehr an europäische Großstädte erinnert als an Krisengebiete in Afrika, in Asien oder in Lateinamerika oder sonst wo auf dieser Welt. Und das war eine spannende Diskussion an der Stelle, weil wir nochmal klar gemacht haben, dass wir dafür kein Verständnis haben. Du hast recht, Jan, die Grünen haben teilweise unserem Antrag zugestimmt. Die Argumentation war immer, na, die Welt ist nun mal so, wie sie ist. Das Problem ist halt nur, das kann man sicherlich teilen, diese Auffassung, aber die Welt, die Politik wird von Menschen gemacht. Den Menschen kann man mit Handel in den Arm fallen. Das ist eigentlich das, wo wir nochmal aufmerksam machen wollten, dass eigentlich mit einem Bruchteil des Geldes, der für Rüstungsausgaben ausgegeben wird, könnte man eine Menge Not und Elend in der Welt lindern, die genau zu terroristischen Aktionen und ähnlichen Dingen geführt haben. Auch nochmal zurück zu den beiden Übungsplätzen. Wir haben dann versucht, im Landtag also den Antrag durchzubringen, zu sagen, wir wollen, dass diese beiden Truppenübungsplätze nicht mehr weiter ausgebaut werden, vor allem nicht deshalb, um Soldaten auf Auslandseinsätze vorzubereiten. Die Bundeswehr hat im Ausland nichts verloren, das ist unsere klare Position. Und im Zeitzer Forst gibt es ja eine breite Initiative, eine Bürgerinitiative, die traditionellen Ostermärsche, die vom ehemaligen Oberbürgermeister der Stadt Zeitz ja schon seit Jahren organisiert werden, zeigen eigentlich, dass sich da auch Widerstand geregt hat. Das Dilemma, was ich sehe, ist vor allem dann, es geht nicht nur darum, um den Erhalt der Natur zu kämpfen bzw. den Zugang zu haben, sondern dass tatsächlich diese Truppenübungsplätze abgebaut werden. Also nicht nur die Vögel sind uns wichtig, sondern auch die Menschen. Und das ist so ein Punkt, wo die Grünen ja mit gespaltener Zunge sprechen. Einerseits stimmen sie im Bundestag Auslandseinsätzen vorbehaltlos zu und neuerdings bei Mali gab es ja ähnliche Debatten, die da stattgefunden haben. Und auf der anderen Seite sozusagen sorgen sie sich um den Schutz der Umwelt und der Vögel und wollen also Beschwerde in Brüssel einlegen. Nach unseren Recherchen wird diese Beschwerde keinen Erfolg haben. Aber ein klares friedenspolitisches Bekenntnis von den Grünen fehlt leider dazu. Also Jürgen Trittin, um das einzuwerfen, hat gestern im Bundestag ganz offen für die deutsche Kriegsbeteiligung in Mali geworben. Also da bin ich frei von Illusionen, was Kooperationen in künftigen friedenspolitischen Zusammenhängen anbetrifft, aber natürlich ist eure Initiative unterstützenswert und wir müssen ja über jede dieser einzelnen Finanzierungsmaßnahmen für die Bundeswehr auch im Haushaltsausschuss abstimmen, beraten und da ist ganz gut, wenn wir so gut in Kontakt sind. Na, vielleicht nur ein Aspekt, den auch jeder so richtig wahrgenommen hat. Das Truppenübungszentrum wird ja von der Rheinmetall GmbH betrieben, also einer Rüstungsfirma in Deutschland. Die Bundeswehr ist dort nur sozusagen Auftraggeber. Sie bezahlt für Leistungen, die dort erbracht werden, für die Übungen, die sie gemacht werden. Mittlerweile ist das ein gutes Geschäft übrigens, weil natürlich auch Armeen aus Europa dort ihre Übungen abhalten. Interessanterweise ist es so, dass die Rheinmetall GmbH auch alle Informationen bekommt, wie gewissermaßen die Einsätze ausgewertet werden. Sie verfügt also über die Kenntnisse, um zu sagen, wo gibt es denn Lücken und da kann man doch neue Waffensysteme anbieten. Das heißt also, der Produzent der Waffensysteme sozusagen sitzt gleich auf dem Übungsplatz und guckt, wo kann man da eingreifen. Und um das Kraut fett zu machen an der Stelle, ist in der nächsten Zeit bekannt geworden, dass die Rheinmetall GmbH auch in Russland ein analoges Übungszentrum baut. Also werden sozusagen Freund in Anführungszeichen gleich mit den gleichen Dingen bedient. Also ich denke mal, das Geld dafür könnte man für sinnvollere Dinge ausgeben, als dort eine solche Übungsstadt zu bauen. Und wir haben ja gerade in der jüngsten Zeit gemerkt, dass man zum Beispiel bei den Fragen Fair Wohnen so einen Rückzieher gemacht hat. Und es wäre vielleicht ganz gut, Roland, wenn du nochmal erklären könntest, ob man sozusagen mit dem Geld, was im Etat des Bundeshaushaltes steht, nicht das lieber für andere Zwecke einsetzen könnte. Mit dem Etat des Bundes könnte man eine Menge vernünftiger Dinge machen. Man könnte sich auch um mehr Einnahmen bekümmern. Aber ich will heute für eine Initiative werben, die manche schon gern für tot erklären, und zwar für die
Genossenschaft Verwohnen. Der Hintergrund ist, dass dem Bund aus den Treuhandbeständen, also in Ostdeutschland ansässigen Wohnungen und Immobilien, noch etwa 11.500 Wohnungen gehören. Er hat angekündigt, Frühsommer des vergangenen Jahres die veräußern zu wollen. Und man muss hier natürlich annehmen, dass es auch wieder den Gang der Dinge gibt, dass ein Investmentfonds, besser zu verstehen als Heuschrecke, dabei das Rennen macht. Und dann haben, wie gesagt, im Frühsommer des vorigen Jahres 30 Bundestagsabgeordnete eine Initiative ergriffen und eine Genossenschaft mit dem schönen Titel Fair Wohnen gebildet, an der sich inzwischen auch viele weitere Aktivistinnen und Aktivisten beteiligt haben, so meine ganze Fraktion aus dem Landtag, die Fraktion der Linken, was ich klasse fand. Und wir haben uns am Bieterverfahren beteiligt und wir haben auch den Nachweis erbringen können, dass wir mit Hilfe einer Bankengruppe in der Lage sind, die notwendigen Mittel dabei aufzubringen, dass es bei der Bankengruppe ganz ausdrücklich nicht um die Ackermänner geht, wird sich verstehen. Und das war sozusagen eine Alternative, um dem Weg zu den Heuschrecken einen anderen Ansatz zu geben, um den Mieterinnen und Mietern, die natürlich Sorgen hatten in dieser Situation, eine soziale Alternative anzubieten, Mieterschutz anzubieten. Und wir haben uns darüber gefreut, dass auch viele uns auf diesem Wege angesprochen haben und Mitglied der Genossenschaft geworden sind. Aber Roland, jüngst war davon zu hören, man hätte uns aus dem Bieterverfahren ausgeschlossen. Da muss es doch Gründe gegeben haben. Wurden die offiziell bekannt gegeben? Die Bundesregierung beherrscht dieses Bieterverfahren allein im Regierungsgeschäft. Wir haben natürlich nachgefragt, wir sind ausgeschlossen worden, was aber lediglich bedeutet, dass anderen der Zuschlag erteilt worden ist, und nämlich einem Hamburger Immobilienfonds TAG, wo allerdings das T für Tegernsee steht. Das andere ist Arbeitsgemeinschaft. Und das handelt sich hier um eine idealtypische Heuschrecke, die übrigens das Geld noch nicht zusammen hat. Deswegen sind wir dran geblieben und haben auch gesagt, die Genossenschaft macht auch künftig Sinn, weil wir wollen gern den Mieterinnen und Mietern, mit denen wir ja bereits Kontakt aufgenommen haben, es sind auch Mieterinnen und Mieter in Zeitz und in Merseburg und in unserer Region, eine Unterstützung bieten, Beratung bieten, im Ringen um eine Sozialkarte uns einbringen. Und deshalb ist es nicht umsonst. Und im Übrigen können wir auf diese Weise auch eine Reihe von Tricksereien der Bundesregierung jetzt öffentlich machen, die darauf sehr erschreckt reagiert. Wie funktioniert das denn? Also ich gehe davon, du bist ja ein sehr Bundestag bekannter Politiker dafür, dass du ordentlich arbeitest, politisch kommunizierst und hast dir ja durchaus als Haushaltspolitiker einen Namen gemacht. Deswegen hast du ja auch einen kurzen Draht zum Finanzminister Schäuble. Wie kann ich mir das vorstellen? Ich bin ja jetzt Mitglied dieser Genossenschaft, weil ich die Idee ganz klasse fand, nicht immer nur über die Mietpreise zu lamentieren, sondern auch mal ein Projekt zu initiieren, modellhaft für ganz Ostdeutschland, was wirklich das Problem der Mietpreissteigerungen aufgreift und versucht zu lösen. Aber auf hoher politischer Ebene wird das dann blockiert. Ich selbst kann mir das nicht richtig vorstellen, weil ich denke, eigentlich müsste doch auch der Bundesfinanzminister dort anders ticken und einfach sehen, welche Auswirkungen massive Mietpreissteigerungen in den nächsten Jahren haben werden. Ja, man darf seine politischen Konkurrenten ja nie unterschätzen. Und der Schäuble ist schon ein harter Hund. Und es ist leichter, über ihn zu reden, als mit ihm. Und da muss man sich schon mit Argumenten ausstatten. Und ich hatte beispielsweise über Monate, wenn nicht über Jahre, mit ihm die Auseinandersetzung über die Finanztransaktionssteuer, also die Besteuerung von Spekulationsgewinnen. Und dann hat er irgendwann gesagt, ich soll ihn mit diesen Fragen nicht mehr nerven. Ich wüsste doch, dass er sich einsetzt, aber es nicht zustande bringt. Nun weiß ich seit vorgestern, dass diese Finanztransaktionssteuer irgendwo bei den Finanzministern abgesegnet wurde, und freue mich nächste Woche auf die Beratung des Haushaltsausschusses, weil dann kann ich ihn darauf ansprechen und dann habe ich auch bessere Karten für unsere Bemühungen um Fair Wohnen. Aber wir merken hier insbesondere, dass die Bundesregierung auch sehr ängstlich, erschrocken reagiert und ganz offenbar Probleme hat im Umgang mit diesen Bieterverfahren. Wir werden also nicht locker lassen.
Also es ist ja auch schön zu sehen, dass wir solche Erfolge feiern können. Da hoffen wir mal, das schaffen wir auch im Zeitzer Forst und mit dem Polizeigesetz. Und in diesem Sinne möchten wir uns bei unseren Zuhörerinnen und Zuhörern herzlich bedanken für eure und ihre Geduld und uns verabschieden. Rückmeldungen sind wie immer erwünscht über Mail, Facebooks oder YouTube-Kommentare beziehungsweise beim MyHeimat-Portal des Naumburger Tageblattes. Und wenn Sie uns Themenvorschläge machen wollen und ihr uns was fragen wollt, gibt es natürlich jederzeit die Möglichkeit. Bis zum nächsten Mal. Euer Frank Thiel, euer Jan Wagner, euer Roland Klaus. Jo, tschüss.